Frankfurt hier. Zwei persönliche Bestleistungen. Anna, ein langes Jahr Verletzung. Was war das Gefühl, hier lang zu kommen? Und du siehst 2:27 noch auf der Uhr. Ja, also ich habe nur Halbmarathon auf die Uhr geguckt und musste 1:14:30. Ja. Und also bei 25 ist es zwar durchgelaufen, aber ich habe nicht gerechnet. Also ich hatte keine Ahnung, auf was es hinausläuft. Nur Olli und Manuel, meine Pacemaker, haben immer gesagt, ja, ja, passt. Und ich habe immer gesagt, ja, fühle mich gut. Und dann kurz vor der Festhalle dann, also Kilometer 39, hat Olli dann gesagt, lauf, sonst werden wir langsamer. Bin ich dann alleine weiter. Und dann ruft einer kurz vor der Festhalle irgendwie, das ist, mir kann eine 27er Zeit werden. Da dachte ich so, was? Und habe gedacht, okay, jetzt musst du aber Gas geben. Und dann laufe ich hier rein und sehe die 27 vorne. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich habe damit gerechnet, dass ich, wenn ich jetzt richtig gut laufe, dass es irgendwie knapp unter 29 werden kann. Also ich war völlig baff in der Ziellinie. Euer Trainer, euer neuer Trainer hat mir gestern gesagt, Anna kann um die 2:28 laufen und Lisa um die 2:30. Wie kann er euch so gut kennen nach nur einigen Monaten? Besser als ihr euch selber, wie ich jetzt höre. Ja, das war gestern bei der Besprechung auch recht witzig, wo wir so gesagt haben, okay, 75 anlaufen. Guckt er so und sagt er, nee, schneller, faster. Dann hat er vorgerechnet, dass auch wenn wir beide 74:30 anrechnen, dass ich dann immerhin noch eine 75:30 oder 76 drauflaufen kann und immer noch eine gute Zeit habe. Und dann haben wir gedacht, okay, machen wir es so. Und Anna hat ja ordentlich aufgedreht. Ich bin ja ganz eingebrochen und so sind wir beide super zufrieden, glaube ich. Sehr schön. Ich glaube, die warten hier alle. Feiert schön, vielleicht sehen wir uns nachher noch. Ja, danke schön.